Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts. Wir befinden uns im Deep Jungle, also im Dschungel. Gemeinsam mit Tarzan und Jane. Boah, Alter, Tarzan ist krass. Und wir, ja, ihr seht es ja schon, wir kämpfen jetzt hier gegen diesen... Tigerlöwen? Ich habe keine Ahnung. Ne, das müsste ein Gepard sein, glaube ich. Oder ist das ein Gepard? Ich glaube, das ist ein Gepard. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Sind wir hier richtig? Ich glaube nicht, ne? Hier ging es ja nicht weiter. Ne. Wir sind falsch hier. Ich glaube, wir sind falsch hier. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich wieder zurück in die andere Richtung. Würde ich jetzt mal tippen. Hui. So, lass uns mal in diese Richtung gehen. Ich glaube, das könnte richtig sein. So. Okay, hier waren wir vorhin aber noch nicht. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist das? Ah, da können wir hochklettern. Ey, wie cool. Tiefer Urwald. Mit Ranspringen kannst du dir eine Liane greifen und mit Hopp geht das weiter zur nächsten Linie. Liane reißen, hält man sich so lange fest. Ach du heilige Maria, was ist das denn? Okay, gut, dass man hier speichern kann. Das wird katastrophal. Okay. Da ist bestimmt irgendwo eine Kiste versteckt. Da drüben liegt irgendwas. Was ist das? Nichts. Kacke. Ich dachte, da wäre irgendwas. Aber da war auch nichts. Da drüben ist eine Kiste. Nein. Hä? Geil. Kiste. Blam, blam. Mithril erhalten. Cool. Diesmal aber kein Erz, ne? Sondern ganzes Mithril tatsächlich. Wo müssen wir hin? Okay. Räume läuft. Okay, darunter ginge es theoretisch. Wollen wir aber nicht. Wir bleiben mal hier und jumpen mal darüber. Okay, warte. Sehr gut. Okay, irgendwas mit Dschungel. Oh, warte. Kerchak, please listen to me. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. You see, I want to help them because well, they need us. Oh. Did you get that? No. Kerchak. Ich kann die Affen verstehen. Kerchak. Ich kann die Affen verstehen. Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zum Baumhaus rüber gesehen? Ja, wahrscheinlich der Dude hier, Clayton, ne? Wahrscheinlich Clayton wird hier irgendwo in der Ecke wahrscheinlich sitzen und nur darauf warten. Ich meine, er hat ja ganz klar gesagt, wir sind nicht, er ist kein Forscher, sondern er ist Jäger, ne? Safe sitzt er irgendwo in einem Baumhaus und hat nur darauf gewartet, dass er den Affen abknallen kann. Also könnte ich mir vorstellen. Oh, was ist das? Eine verweckte Blüte. Okay. Ob sich hier etwas versteckt? Okay, das bringt nichts, leider. Da kommen wir auch nicht hoch. Sehr gut, Tobi. Sehr gut. Also was Jump'n'Run angeht, ist Tobi einfach die Nummer 1. Kann man gar nicht anders sagen. Oh, warte mal. Ach, wir haben Donald nicht dabei. Goofy nicht dabei. Digga, du bist voll Goofy, Mann.
Halt dich! Oh. Scheiße. Da gibt's doch bestimmt irgendwas da drüben, oder? Können wir doch bestimmt irgendwie... Okay, wir können uns nicht dran festhalten, alles klar. Hier irgendwie hoch? Nee, ne? Nee. Baumhaus. Gehen wir mal rein. Vom Baumhaus schauen wir aus dem Baum raus. Junge! Wait, Kerchak, please. Toll, du Arsch. You don't understand. I was only trying to. A snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Nee, hast du nicht. Du wolltest ihn umbringen, du Idiot. Jeder hat's gesehen, Mann. Der am Labern ist, ne? Aber wir müssen doch... Kommen wir da nicht nach oben? Das ist frech, ne? Da drüben hin kommen wir auch nicht. Das heißt, ich gehe jetzt aber mal stark davon aus, dass wir einfach wieder hier runter müssen, ne? Ja, mach ich einfach mal. Ich keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Wie crazy man an den gleichen Orten immer wieder andere Wege findet, ne? Also die Wege führen halt immer woanders dann hin auf einmal. Ist schon lustig irgendwie. Okay. Lass mal hier reingehen. Ach nee, gar nicht. Nee, warte mal, ich hab Kacke gelabert. Ich hab Kacke gelabert. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Vergesst aber, was ich gesagt habe. Oh, immer dieser Baum, ne? Ist immer dieser Baum. Yay! So, da sind wir wieder. Mal gucken, ob wir jetzt mit Jane... Oh nein, wir kriegen wieder Ärger, ne? Wo ist er? Ah ja. So, direkt auf die Fresse und weg mit dir. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. Huh? What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow. I'll stake my life on it. Hm? Kann dir bitte jemand die Waffe wegnehmen? Ich will's gar nicht wissen. Hat er jetzt auf... Der hat auf die Katze wahrscheinlich geschossen, ne? Warte. So. Der hat wahrscheinlich auf die Katze geschossen, ne? So. Hi. So, einmal speichern. Ziemlich viele Speicherpunkte hier, ne? Irgendwie. Schon interessant. So. Achso, wollen wir mit Jane mal ganz kurz quatschen? Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch, er ist nur aufbrausend. Fühle ich jetzt nicht so wirklich. Oh nein. Die Hatschlose.
Boah, die sehen ja sogar aus wie kleine Äppchen. Hä, wie cool. Ich feiere das, dass die jemand anderes Design haben. Passend zum Level. Finde ich ziemlich cool. Oh, wir haben Protestgummi erhalten. Cool. Danke. So, erstmal aufsammeln. Okay, dann. Oh, warte. Auch den Schal ist ja. Intravenös, bitte. Lass uns mal hier reingehen. Ah ja, wir sind richtig, glaube ich. Ah, oben links sehen wir jetzt die Lebensenergie. Okay, geil. Frage mich. Nein! Oh. Feuergummi erhalten. Ah, okay. Ich dachte schon, ich bin da jetzt reingelaufen. Ich frage mich, ob man jetzt auch bei Bossfights die Lebensenergie sieht. Das würde mich mal interessieren. Boah, Arschloch. Sag mal. Aroga-Gummi. Okay. Geil, geil, geil. So, schnell die LP wieder auffüllen. Nice. Ich glaube, hier war aber sonst nichts, ne? Da oben kommen wir ja auch nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir zurück, da wo das Niepferd war. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Naja, wir ignorieren die jetzt gerade mal. Ciao. Die respawnen halt immer wieder. Aber die sehen uns jetzt mal. Egal. Er wieder. Der verwirrt mich. Der verwirrt mich immer aufs Neueste. Der war in dem Wunderland-Ding schon gewesen, immer. So, warte mal, wahrscheinlich müssen wir. Da drüben ist auf jeden Fall eine Kiste, da gehen wir erstmal hin. Können wir schwimmen? Oh ja, wir können schwimmen. Oh, aber wir kommen hier nicht wieder hoch. Aber hier kommen wir hoch, oder? Ja, Mann. Oh, das ist auch eine Kiste. Moinsen. Mega-Pauschen. Kommen wir jetzt? Ach, das kann doch wohl die Wahl sein. Okay, wahrscheinlich müssen wir auf das Nilpferd und vom Nilpferd aus dann darüber, oder was? Alles klar. Warte. Weil so weit kommen wir doch auch niemals, oder? Da drüben ist auch eine Kiste. Ah, da kommen wir nicht hin. Nee, so weit kommen wir nicht. Alles klar, never mind, ich hab nichts gesagt. Der 25., 26. und 27. Welpe sind nach Hause gelaufen. Jibia, jung. Geil. Das ist gut. Das ist nice. So, wo sind wir jetzt? Na ja, gut möglich, dass wir. Gut möglich, dass wir von hier aus irgendwo lang müssen. Jump and Runs in dem Game sind super. Jump and Runs in dem Spiel sind super. Ja, ich liebe die jetzt schon. Die sind echt hammermäßig. Die Springeinlagen. Ich hoffe, davon gibt es noch ganz viele.
Wie konnte ich das gerade beim ersten Mal schaffen? Frage ich mich. Wie konnte ich das gerade beim ersten Mal schaffen? Das ist mir ein Rätsel. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn jetzt anders als vorhin? Ich mache doch gar nichts anders. Ich mache es genauso wie vorhin. Das Nilpferd steht anders. Ich bin davon überzeugt, dass das Nilpferd einfach anders steht. First try. Kappa. Scheiße, ey. Jetzt bisschen Konzentration beim Rumjumpern hier. Ja, dann lass lieber noch einmal baumeln. So. Da drüben war, glaube ich, eine Kiste, ne? Ja. Bitte nicht runterfallen. Das wäre fantastisch. Guck mal, die beiden da drüben denn. Urlaub oder was? So, wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Wo müssen wir hin? So viele Möglichkeiten gibt es ja zum Glück nicht. Jetzt jumpen wir wieder zurück. Aber hätten wir nicht eigentlich... Muss doch da drüben irgendwo weitergehen. Ah. Okay. Ist natürlich die Frage, wenn ich darüber springe. Nein. Okay, mal gucken, ob ich es jetzt wieder schaffe, rüber zu springen. Oh. Ich weiß halt nicht mal, ob wir da überhaupt hin müssen, ne? Aber es würde jetzt irgendwie realistisch wirken. Kann das blöde Nilpferd nicht mal ein kleines bisschen einfach nach hier vorne gehen, dass wir einfach da hinspringen können? Das wäre total liebenswert von dem Ding. Aber ich meine, mit so einem Nilpferd willst du dich auch nicht anlegen, ne? Ich glaube, einer der gefährlichsten Tiere der Welt, tatsächlich. Willst du nicht. Das ist nicht so geil. So, von da aus kommen wir nirgendwo hin. Wir müssen irgendwie darüber. Und das will uns aber immer wieder da vorne hin, aber das ist doch falsch. Können wir nicht? Nee. Können wir nicht. Aber wir können hier hoch. Vielleicht müssen wir da hoch. Kann auch sein. Mammutbaum. Lass doch nochmal hingehen vielleicht. Oh. Hi. Alter. Sehr gut. Oh, Sonne hat wieder auf die Schnauze gekriegt. Sehr gut. Okay, wir kriegen von dem immer eine Belohnung, wenn wir irgendjemanden töten, oder was? Das ist aber... Nee, geh da mal runter jetzt. Das ist aber sehr ehrenhaft. Das ist schon in gewisser Weise ein Ehrenaffe, oder? Das ist schon nett von ihm. Dass er uns da immer wieder was gibt. Was ist denn da drüben hin, sag mal?
Muss man doch auch irgendwie hochkommen. Gucken, ob hier im Bambushaus noch was ist. Ansonsten gehen wir nochmal hier runter und da wieder zurück. Da war gerade noch irgendein Eingang, den habe ich gerade gesehen. Was denn? Hä? Habt ihr Stress oder was? Oh, die Drama Queens. Ah, da drinnen, ich sehe schon. Sehr gut. Einer ist noch draußen. Ah ja. Ach, das war Donald. Lol. Was zur Hölle macht Donald da draußen? Schutzgummi. Okay. Aber der gibt uns bestimmt immer nur was, wenn wir... Also wenn wir die das erste Mal töten, oder? Als ob immer, wenn wir eine Area clearen, der sofort am Start ist und sagt so, hier, bitteschön. Kann ich mir nicht vorstellen. Wieder hoch kommen wir immer noch nicht. Ja. Scheint für mich nicht so zu sein, als wenn wir hier irgendwas... Als wenn es hier irgendwas zu tun gibt, ne? Für uns. Ja, geh mal runter. Okay, dann lassen wir hier zurückgehen. Ja. Die sind uns jetzt mal egal da unten. Was heißt Dschungeleingang? Ach, das ist hier. Oh nein. Och nö, jetzt sind wir wieder hier. Boah, das ist aber auch frech jetzt, ne? Das ist aber auch frech jetzt. Scheiße. Ist da vielleicht irgendwo ein Baum was, wo wir hochklettern können? Nee, ne? Auch nicht. Huch! War schwierig. Wo müssen wir hin? Ich geh nochmal hier hoch. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir nochmal zurück ins Lager oder so müssen. Wir haben da ja eigentlich alles gemacht, was wir machen müssen, ne? Naja, die tauchen jetzt hier wieder auf. Wie kommen wir da hoch? Muss doch auch irgendeine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Eigentlich. Oder hier. Verpiss dich. Oh, Tarzan ist ein Level abbekommen. Geil. Verstehe ich ja jetzt nicht so ganz, ne? Was sind wir, wenn wir hier runterspringen einfach? Dann sind wir wieder hier. Okay, und hier geht's dann wahrscheinlich gleich weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin könnten. Ich weiß es nicht. Aber wir werden mal schauen, dass wir das vielleicht einfach in der nächsten Folge rausfinden. Das war die Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich mache hier einfach mal an dem Speicherpunkt gerade schon 2 Minuten eher Schluss als sonst. Ja. Einfach, weil hier jetzt gerade ein Savepoint ist. Wir gucken dann einfach mal in der nächsten Folge, wo wir hin müssen. Ich bin gerade unsicher. Also wir hatten jetzt gerade den Dude gehabt, der da irgendwie hier Clayton. Der hat auf irgendwie den Baum geschossen oder was, keine Ahnung. Und möchte alle Gorilla jagen. Wir müssen wahrscheinlich die Gorilla-Familie suchen. Auch den kleinen Gorilla, denke ich mal. Aber wo? Das weiß ich halt auch noch nicht so genau. Na, mal gucken. Wir werden es schon mit Sicherheit rausfinden, bin ich mir sicher. Wie gesagt, fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Naja, wenn ihr Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet. Ne? 20 Uhr, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts. Macht's gut, bis dahin. Und einen schönen Abend noch. Haut rein.